Kuchen. Ja, ich mache es eigentlich für einen Kuchen. Wenn man sich so überlegt, wie viele Kalorien bei so einem Berglauf durch die Beine jagen, da kann man sich dann schon auf der Hütte sehr gütlich tun. Also es ist schon immer ein sehr besonderes Gefühl, wenn das Herz rast, wenn man oben am Gipfel ankommt und einem der Wind um die Nase weht. Das ist schon ja, ziemlich unbeschreiblich, auch wenn es natürlich immer noch ein bisschen exotisch ist, so in Leichtgewichtsausrüstung durch die Berge zu rennen. Ja, keine Ahnung. Trailrunning ist einfach was richtig Geiles, was Spaß macht, was Freude macht, und ich möchte es nicht missen. Ja, servus Bergfreunde, ich bin der Jörn und wir sind heute im wunderschönen Kaunertal und wie ihr seht, die Trailrunning-Saison ist in vollem Gange. Und wir hatten ja Anfang der Saison schon mal über die neuen Vectiv-Schuhe von The North Face gesprochen. Genauer gesagt hatten wir ein Video zum Vectiv Flight gemacht. Das ist dieses wunderschöne Ding hier, was nicht mehr ganz so weiß ist nach den ganzen Kapriolen, die ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten damit gemacht habe. Und wir wollten euch heute einfach mal ein bisschen eine Langzeiterfahrung mitbringen. Wie wir euch damals ja schon ein bisschen mitgeteilt haben, ist das zentrale Feature gerade der Vectiv Flight Modelle die Carbonplatte, die da unten in der Zwischensohle eingebaut ist, die quasi, ja, wie man das von den Laufschuhen auf der Straße kennt, so ein bisschen Energierückgewinnung geben soll, aber vor allen Dingen auch Stabilität im unwegsamen Gelände. Und das war tatsächlich sowas, was mich jetzt auch in den letzten paar Tagen und Wochen ziemlich begeistert hat, weil es ist ja oft so bei Trailrunning-Schuhen, dass da diese Seitenstabilität nicht ganz so optimal ist, und da arbeitet diese Carbonplatte bei den Vectiv Flight extrem gut. Also ich habe eine richtig schöne Seitenstabilität gehabt, auch wie wir gestern durch ein relativ unwegsames Geröllfeld gelaufen sind. Also das war wirklich kein Problem. Ich konnte richtig schön auf den spitzen Steinen balancieren. Und das hat mir nur noch einmal zu verstehen gegeben, dass diese Schuhe tatsächlich, und da will ich jetzt tatsächlich nicht zu werblich und zu wohlwollend werden, aber das sind wirklich geile Dinger, die machen richtig Spaß. Die Laufdynamik hatte ich ja damals schon sehr gelobt, also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit den Dingern auch zu laufen. Und ja, wenn ihr da Lust drauf habt, TNF hat für die neue Saison ein bisschen mit der Farbe gespielt, also es sind nicht mehr ganz so weiß wie früher, sondern wir haben hier tatsächlich einen schönen Grünton mit ein bisschen Orange und Dunkelblau. Das ist eine ganz feine Sache. Das heißt, ihr müsst nicht mehr Angst haben, dass es so dreckig wird, dreckig-speckig über mir jetzt, sondern könnt hier ganz tolles Farbenspiel euch an die Füße packen. Die Features beim neuen Flight Vectiv sind tatsächlich genau die gleichen. Ihr habt die Carbonplatte, die hier so ein bisschen angezeichnet ist, auch hinten an der Ferse. Ihr habt den Rocker, also die leicht geschwungene Außensohle, die euch auch ein bisschen zusätzliche Dynamik verleiht. Ihr habt hier dieses Matrix-Obermaterial, was ordentlich robust ist. Das heißt, da braucht ihr tatsächlich bei den besagten Geröllfällen auch keine Angst haben, dass der Schuh irgendwie in die Brüche geht. Und ihr habt diese grandiose Passform, also das ist wirklich diese Schuhe. Gut, Passform ist ja eh immer ein Thema, aber für meine Füße wie gemacht, das ist echt der Wahnsinn. Und ihr habt natürlich die gute, zuverlässige Außensohle, die mit ihren, naja, sagen wir nicht ganz so tiefen Stollen natürlich perfekt jetzt für alpineres Gelände gemacht ist. Und das ist auch so die Heimat dieses Schuhs. Das hat er mir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten nochmal sehr, sehr verdeutlicht, dass der viel einfach über 2000 Meter gelaufen werden, da wo es felsig ist, da wo es technisch wird, da hat der Spaß. Und vor allen Dingen, wenn ihr ein bisschen schneller damit unterwegs seid. Nicht nur der Vectiv Flight hat einen Facelift bekommen, sondern auch der Enduris und der Infinite. Die anderen beiden Schuhe aus der Vectiv-Serie gibt es in der neuen Farbvariante. Beim Vectiv Flight müsst ihr ungefähr 200 Euro berappen, also 199,95, aber wir wollen ja nicht kleinlich sein. Das ist tatsächlich nicht wenig für so einen Schuh, aber der macht richtig Spaß, und das Feedback aus der Community aus dem letzten Jahr war auch wirklich so, dass man gesagt hat, das ist ein Schuh, der richtig reinhaut. Da haben sie was Gutes gebaut. Deshalb, ich kann ihn euch wärmstens ans Herz legen. Genau, ich werde vielleicht jetzt noch ein bisschen rumrennen oder mir einen Kuchen gönnen auf der Hütte, wer weiß. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jörn.